Wenn ich bei 5 Leitungen schon 2-mal ein Klingeln gehabt habe, dann muss ich doch jetzt bei 10 Leitungen, zack, sofort eins bekommen. Sehr schön. Wer ist da dran? Hallo? Jens Blockstein. So, Herr Blockstein. Jetzt geht's um alles. Sie kennen das Hölzchen? Ja. Welches ist es? Plasmafernseher plus 8000 Euro. Was kommt raus? Die 4. Hölzchen Nummer 4. Was machen wir denn mit Hölzchen Nummer 4? Dann bilden wir aus der 9 eine 8. Bleib mal in der Leitung. Ich weiß, was du gerade falsch gemacht hast. Du kriegst 20 Euro von mir. Einfach so mal Trostpreis. Aber jetzt kommt's. 1 minus 8 ist minus 7. Da kommen Sie ja in den Keller. Wenn Sie vom ersten Stock 8 Stockwerke runtergehen, dann sind Sie im 7. Minusgeschoss. Ja? Jetzt bitte. Oh, jetzt kriegen wir nochmal Bedenkzeit. Achtung, keiner ruft jetzt an. Raus aus der Leitung, keiner ruft jetzt an. Ah, na also, ich wusste es doch. Wer ist denn dran? Hallo? Hallo, hier ist Jakob. Hallo. Ich habe deinen Namen zwar nicht verstanden, aber egal. Sag mir einfach die Lösung. Jakob, was hast du raus? Die 4. Jakob, du willst jetzt aus dem mittleren 9 eine 8 machen, oder? Nochmal kann ich keinen Trostpreis für diese falsche Antwort vergeben. Das haben wir schon gehört. Das geht nicht. Ich habe dem letzten Kandidaten wenigstens 20 Euro gegeben, weil der in das Fettnäpfchen getappt ist. Aber jetzt nochmal. Ah, na also, wer ist denn dran? Hallo? Ich hör niemanden. 3, 2, 1, ist jetzt wurscht. Leitungen wieder frei. Leitungen wieder frei, wir öffnen die Leitungen, der Plasma muss raus. Meine Güte, wie kann man das nur machen? Wie kann man nur auflegen? Der Plasma geht raus, wenn Sie nur Ihren Namen sagen. Legen Sie nicht auf. Ich habe ja schon gesagt, ich werde mal so ein paar Choreografien einstudieren und so, damit sie auch ein bisschen so nach Viva aussieht. Und ich besuche auch die Comedy-Schule, damit sie nach Comedy Central aussieht. Aber irgendwie... Ich habe halt gar keine Talente, Sie wissen ja, wie das ist, ne? Habe ich vorhin gehört? Der Kandidat wollte das Hölzchen Nummer 5 senkrecht nach unten schieben, damit dann in der Mitte so eine Zahl steht. Wenn Sie die jetzt spiegeln, dann wäre es die Lösung. Hä? Ja, wissen Sie es oder wissen Sie es nicht? Wenn Sie es nicht wissen, rufen Sie mich an. Ach, ja, ist so spannend. Das Geld ist immer noch da. Ah, herzlich willkommen, wer ist am Telefon? Sagen Sie, was dann gehört Ihnen der Plasma? Herzlich willkommen, wer ist am Telefon? Ja, das ist sehr laut. Hallo? Ich höre nur die Regie, wie sie sagen, sag raus, raus. Wir hatten doch das nächste Spiel schon im Programm. Wir haben noch Wortsuchen für Sie vorbereitet. Die Achtung, wir probieren es nochmal ganz schnell jetzt. 3, 2, 1. Leitungen werden wieder geöffnet. Klingeln, klingeln. Die Chance ist jetzt riesengroß. Jetzt kommt garantiert jemand durch. Es ist sonst nie die Garantie da, dass jemand hundertprozentig jetzt gleich gewinnt. Na, 2, 1, klingeln. In der letzten Sekunde. Hallo, wer ist denn dran? Ja, hier ist der Ralf. Ralf, Sie haben schon fast gewonnen. Na. Der Plasmafernseher gehört schon mal Ihnen. Und jetzt sagen Sie mir das richtige Hölzchen. Ich glaube an Sie. Das ist die Nummer 7. Die Nummer 7 bildet dann die 6 und dann ist es absolut richtig. Sie haben jetzt gewonnen. 5000 Euro plus Plasmafernseher. Das ist super. Das ist super. Da hätten Sie jetzt nicht mitgerechnet wahrscheinlich, oder? Nee. Aber jetzt kann ich Sie ins Callcenter übergeben. Die nehmen Ihre Adresse auf und ich sage herzlichen Glückwunsch und allen anderen wünsche ich eine gute Nacht oder einen schönen Morgen. Ihr könnt morgen mit meiner Kollegin weiterspielen. Tschüss!